Trauma! Oh Mann, ich bin so dumm. Ich habe mir den Finger verbrannt. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid. Wir wollen heute mal ein TK-Produkt testen. Ich bin auch für euch am Start. Ich bin immer für euch da, auch wenn es um so Convenience-Produkte geht. Haut mir gerne in die Kommentare, was ich noch testen soll. In diesem Video auch wieder 50 Euro Gutschein. Egal auf welches Kommentar, ich suche mir irgendeins raus, pin das an. Genau, und ich werde TK-Köftespieß von Ratar testen. Werde gucken, ob der was taugt. Wir fahren einfach direkt hin, ohne viel reden. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Nein, das heißt nicht viel reden. Genau, wir fahren jetzt einfach direkt mal los. Ich bin für euch da. In guten wie in schlechten Zeiten. Komme, was wolle, was auch sei, was auch geschehe. Ich bin sehr gespannt, weil Ratar habe ich ja so schon getestet, hat bei mir, würde ich jetzt mal sagen, versagt, der sein richtiger Köftespieß in Bonn. Und ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts, muss ich euch schon mal sagen, aber das habe ich schon oft gesagt, dann wurde ich überrascht. Also das heißt noch nichts. Hey BMW-Mann! Hallo, womit kann ich behilflich sein? Navigiere Kaufland! Welches dieser Ziele soll ich nehmen? Das hier, Bruder. So, wir sind am Start, Mann. Let's go! Oh, der Tunnel Gottes, Mann. Aufgefahren in den Himmel, Alter. Guckt euch das an. Woo! Alter, bei Kaufland läuft sowas von. Ich kann mich nicht erinnern, jemals im Leben so weit vom Eingang geparkt zu haben. Jawohl, ich sag's euch, ich hab Angst gehabt, ich schwöre es euch. Ich hab schon Pläne gehabt, was ich mache, wenn er nicht da hat, was ich sonst teste. 3,99 der Kollege. Da ist er. Ab nach Hause. Die Babys haben wir am Start. Und dann bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt, was das wird. Bis bald, Kaufland. Auf einen nächsten Nicht-Einkauf. Also bei Kaufland kaufe ich nicht gerne ein. Viel zu eng und alles und dies und das. Obwohl das ja eigentlich gut ist. So. Also der Hawaii-Köfte spießt 6 Stück 300 Gramm. 4 bis 5 Minuten. Das stimmt schon mal nicht mit der Packungsangabe. Hinten habe ich schon geguckt. Kurz anbraten, dann 10 bis 12 Minuten in die Pfanne. Das ist für mich schon mal gelogen. Kommst du zu Hause an, denkst geil, in 4, 5 bis 5 Minuten essen. Und hinten steht nämlich drauf, dann nochmal ein Ofen. Sprich, wenn du es auf dem Grill haust, wirst du die Klappe nochmal zumachen müssen und das auch nochmal ziehen lassen müssen. Stiftung Holletest ist auch dafür da, euch sozusagen die Augen zu öffnen. Und das ist für mich jetzt Real Talk. Das ist für mich nicht in Ordnung. Ich komme darüber nicht hinweg. Wieso schreibt man vorne 4 bis 5 Minuten fertig, wenn hinten steht nochmal 15 Minuten in den Ofen nochmal hauen? Was macht das für einen Sinn? Ich komme darüber nicht hinweg. Ich bin doch nicht dumm, oder? Wenn ich jetzt ein Brot hole mit Fertigmehlzubereitung und den muss ich 10 Minuten kneten und dann noch eine Stunde in den Ofen, dann steht er doch ordentlich in 10 Minuten fertig, oder? Na, das ist ein dummes Beispiel. Verbraucherfreundlichkeit, da zähle ich das jetzt mal einfach drunter, weil das ist Beschiss. Das gibt schon mal 0 von 10 Punkten, weil das ist Beschiss für mich. Geschmack können wir andere Liga werten, aber Stiftung Holletest 1 bis 10, Stufe 0. Ganz deutlich. 45 Euro zu verschenken. Nein, kleiner Spaß. Ich möchte euch ja dazu bewegen, in dieser Werbung die Clark-App runterzuladen. Ich möchte euch auf den Punkt gebracht sagen, warum. Ihr habt nichts zu verlieren. Man hat etliche Versicherungen, hat 1000 Ordner da liegen, weiß überhaupt nicht, wo hinten und vorne ist. Und Clark ist ein Versicherungsoptimierer. Ihr kriegt einen Überblick über eure Versicherung. Ihr ladet eure Versicherung hoch bei der Clark-App. So, und ihr wisst, was habe ich für eine Versicherung, was habe ich für Leistung. Ihr kriegt einen Vorschlag von Clark, die machen einen Bedarfscheck für eine bessere oder eine günstigere. Ihr kriegt einfach nur eine Verbesserung vorgezeigt. So, und wenn ihr es annehmen wollt, könnt ihr es annehmen. Ihr habt noch dazu Experten zur Hand. Ihr könnt per Telefon, per Chat, per E-Mail, könnt ihr jederzeit Experten erreichen. Habt da noch mal jemanden, wo ihr nachhaken könnt. Noch dazu, wenn ihr eine Versicherung hochladet, die ihr bereits habt, ladet ihr hoch, kriegt ihr bis zu 45 Euro Amazon-Gutschein mit meinem Code HOLLE. Für jede Versicherung 15 Euro. Das kommt aber erst nach 1 bis 2 Wochen. Das kriegt ihr nicht direkt gut geschrieben. Die prüfen natürlich, ob die Versicherungen bestehen. Und das war's auch. Das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. Guck mal, sag mal ehrlich, wenn du das liest, ne? Fertig in 4 bis 5 Minuten, ne? Für Pfanne und Grill. Wann denkst du, ist fertig? 10 Minuten. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es in 5 Minuten fertig ist. Ja, was erwartest du, wenn du das einkaufst? Wenn da steht 4 bis 5 Minuten, was erwartest du? Dass es schnell fertig ist? Ja, und was würdest du sagen? Verbraucherfreundlichkeit, 1 bis 10 die Punktzahl. Du hast voll Hunger, kaufst ein, denkst das, ist schnell fertig, guckst du auf die Packung, musst noch für die 15 Minuten in den Ofen. Was gibst du Verbraucherpunkte, 1 bis 10? 0. 0, ja, habe ich auch gesagt. Das ist verarschen, ne? Ich werde den Lachs jetzt hier mal öffnen. Ich habe jetzt nicht aufgeräumt, gar nichts. Ne? Scheiß drauf, wir bleiben real, wir sind real. Und wir machen jetzt nicht hier extra ein Hackmack für so ein Ding. Wann anders vielleicht mal, aber nicht jetzt. Ich gucke jetzt mal, ob das gut aufgeht. Das ist auch, ich schwör's euch, manche Dinger gehen nicht auf. Du regst dich auf, wenn irgendeine Scheiße passiert. Aber bisher haben wir keine Probleme. Oha, das finde ich gut, kein extra Plastik. Das sieht aus wie ein Eis am Stiel. Sieht auch aus wie
Das ist dein Kopf drin. Nee, Würstchen. Eine Kackwurst. Als ob du das von Hunden irgendwie aufgesammelt hättest. Komm, das ist gemein jetzt, Schatz. Du hast Katar gerade gedisst. Ich kenne den nicht, also das ist kein Problem. Weißt du nicht, wer das ist? Nee. Wir nehmen jetzt einfach mal Rapsöl. Genau, also ich halte mich genau an die Anleitung. Im tiefgefrorenen Zustand von allen Seiten gut anbraten. Die Pfanne oder Topf für 15 Minuten in den Backofen stellen. Bei 100 bis 120 Grad ziehen lassen. Und ich heiz ihn jetzt schon mal auf. Das ist nicht das Problem. Die braten wir jetzt schnell, das ist eine fixe Nummer. Außer, dass es dann halt so lange im Ofen muss. So, ihr Lieben. Jetzt ist es beinahe soweit, wir brutzeln das jetzt. Das hauen wir auch noch mal schön in die Pfanne mit der Kamera. Ja, mein Schatz, vielleicht gibt es Köftespieß. Also nimm echt nur 4, weil sonst könnte das Bratergebnis darunter leiden. Also, bevor mein Sohn jetzt zu laut wird. Erstmal braten wir hier nochmal an. Ja, wir haben jetzt einfach schön in den Ofen reingetan. Was rede ich denn da? Wir haben ihn in die Pfanne reingetan. Also Rindfleisch, Paniermehl, Wasser an dritter Stelle. Das wird also mächtig gleich in der Pfanne spritzen, das sieht man ungern. Da regt man sich auch beim Fleischer auf, weil wirklich es die Praxis gibt, dass man in Fleisch und andere Sachen Wasser reinspritzt, um Gewicht zuzulegen. Weil wenn hier an dritter Stelle Wasser ist, danach kommen nur noch Gewürze, Salz und so weiter. Okay, geht durch, aber warum Wasser? Ja doch, doch, macht Sinn, ich laber Scheiße. Ist ja auch so, wenn ihr Frikadellen macht. Frikadellen weichst du ja auch ein Brötchen auf, machst das rein, also es automatisch Wasser drin, gut. Keine Geschmacksverstärker, das ist schon mal gut. Also Zutaten sind in Ordnung. Keine Konservierungsstoffe, keine Stabilisatoren und. Den geben wir im Moment Zeit in der Pfanne. Ich finde das Bild gut, was er hat hier gemacht. Oh Mann, ich bin so dumm. Ich habe mir den Finger verbrannt. Schöne Edelstahlpfanne, ich liebe gutes Equipment, Leute. Ich liebe mit Edelstahl zu arbeiten. Scheiß auf irgendwelche beschichteten Pfannen. Habe ich selber gemacht, zeige ich euch. Habe ich selber beschichtet, diese Pfannen. Kein Teflon oder womit das ist oder wie auch immer. Ja, komm, machen wir noch ein bisschen höher. Aua. Hat gegen mein Gesicht gespritzt. Ja, das ist eine ganz neue Erfahrung. Aber ich glaube, das wäre dir nicht so lieb, ne? Wenn ich diese Erfahrung mal mache, ne? Also kurze Vorab-Zusammenfassung. Also das auf der Verpackung finde ich verarschen mit den Zeitangaben. Aber ohne Plastik, das finde ich gut. Du kannst die gut anbraten, wunderbar allerdings. Jetzt wird der Geschmack entscheiden, ne? Aber das zu den Facts von Verbraucherfreundlichkeit, sage ich jetzt mal. Ich hole was auf der Tiefkühltruhe, erwarte was aus der Tiefkühltruhe und muss eine Bewertung geben. Genauso werde ich bewerten. So, das wird im Ofen jetzt noch mal ein bisschen nachbrutzeln, dass die eine Seite noch knusprig wird. Timer, 15 Minuten. Ich stehe wie der letzte Hund. Der letzte Hund und warte auf mein Köfte. Und ich stelle mir einfach vor, ich hätte das nicht gewusst. Und hätte so richtig, richtig Hunger gehabt. Ich hätte Katar verflucht, beziehungsweise seine Marketingbeauftragten. Also wirklich, ich stehe wie der letzte Hund hier. Und warte auf meinen verdammten Köftespieß. Wie der letzte Knecht. Seht ihr, wie ich hier stehe wie ein Knecht? Jalla. Ich finde, die sehen sehr gut aus. Auf. An allen Seiten schön angebraten. Man freut sich auf den hoch angepriesenen Katar-Köftespieß, kriegt das. Und jetzt gucke ich mal, ob man danach enttäuscht ist. Schreibt es mal rein, ob ihr euch darüber aufregen würdet. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht übertreibe ich doch mit diesen 3-4 Minuten und dann brauchst du zum Schuss 20 oder so. Ich hole mal hin. Man so richtig den Boxen, Junge, wisst ihr? Jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Ich habe mir gerade die Verpackung rausgesucht. Sucuk Special Sonderedition. Danach habe ich gerade gesucht, aber es steht nicht drauf. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne? So über die Verbraucherfreundlichkeit geflucht und habe da schlechte Worte verloren. Aber der Geschmack ist echt gut. Für ein Tiefkühlprodukt echt gut. Hat einen Sucuk-Style, wie ich finde, erinnert an Sucuk. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich da jetzt für eine Benotung geben soll. Ehrlich, der Katar, der soll die Köfte, die er bei sich im Laden verkauft, also die hier nehmen, die schmecken viel besser. Ich sage es euch. Ich habe das ja, das Video kann ich vielleicht am Schluss nochmal einblenden. Ich habe das ja getestet. Die haben für mich wirklich versagt, muss ich einfach so sagen. Die schmecken fünfmal besser. Das in sein Köftebrot rein, nicht dieses komische Gewürz drauf, was er da drauf macht. Er macht so ein ganz komisches Gewürz, schmeckt künstlich irgendwie ganz sonderbar. Zehnmal besser als seine vom Grill.
bewertet in der Tiefkühlkategorie. Unter dem Voraussetzung, dass ich Sucuk liebe und das hat für mich einen deutlichen Sucuk-Charakter von den Gewürzen, ich denke, das wird gewollt so sein, gebe ich denen echt 7,7 Punkte, weil ich es wirklich lecker finde. Ich finde es wirklich lecker, da kann es nicht meckern. Verbraucherfreundlichkeit 0, Geschmack 7,7, muss ich sagen, hat ein gutes Produkt gemacht. Ohne Scheiße drin, ohne alles. Ich gebe mir 7,7 Punkte, ja. Ganz ehrlich, Ratab, bitte, tu mir den Gefallen. Sie sind viel besser, die in deinem Köftebrot. Brot ist in Ordnung, Soßen sind in Ordnung. Das da rein, da hast du ein relativ gutes Produkt, Mann. Leute, hat mir Spaß gemacht. Ich mag das gerne, diese Produkttests. Würde mich sehr freuen, wenn das Video gut ankommt. Ihr das ordentlich liked, wenn euch das gefällt. Euch mir reinschreibt, was ich noch testen kann, weil ich bin ja auch nicht jetzt irgendwie, hab keine Marktanalyse betrieben. Was ich noch testen soll, das mache ich. Und dann würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Produkttest demnächst wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.